Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir haben es 19 Uhr und irgendetwas anderes. 19.30 Uhr am zweiten Weihnachtstag. Und ja, wir laufen hier durch eine Ortschaft, die wir einblenden. Wir sind ja fleißige Ventertainment-Gucker und dementsprechend machen wir es denen einfach nach. Ich kann es auch nicht aussprechen, das ist das Problem. Sag, du machst Nick einfach nach. Das blenden wir einfach hier ein. Ja. Und ja, wir genießen hier den abendlichen Spaziergang noch. Aber so wirklich losgehen tut es tatsächlich erst morgen. Sprich wann? Nach dem Intro. So, und das war's schon. Und das war's schon. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben es 10.38 Uhr am 27. Dezember und vor uns ist ein Rema 1000 und ein Europris. Wir wollen aber zu Rema 1000, das heißt, wir müssen rechts auf jeden Fall lang. Ah, nein, dann machen wir das doch gleich. Haben richtig gut geschlafen und haben eben für 1,82 Diesel bei einer Shell-Tankstelle gekauft. Also man sieht, in Christiansand wirst du abgezockt bis zum Gehen. Ja, gut. Das ist so. Weil sonst haben wir wirklich gesehen, waren wir meistens so um 1,80. Das billigste war aber auch schon 1,70. Ja. Also, wie immer, tanken in Norwegen eine Überraschung. Wenn du eine billige Tanke siehst, fahr lieber ran. Mm. Es kann sein, dass du dich ärgerst. Es kann sein, dass du dich aber freust, weil es teurer wird. Ja, gut. Und eins muss man auch noch mal dazu sagen. Wir hatten noch knapp einen halben Tank, also nicht ganz mehr, aber wir halt handhaben das etwas anders, nämlich voller Tank ist besser als leerer Tank. Weil wir ja auch darüber heizen, das ist so wichtig, wir wollen nie, dass die Heizung ausgeht. Richtig. So, und jetzt gehen wir einkaufen. Los geht's. Where we arrive.
Haben wir schon den ersten Step gemacht, nee, den ersten ganz schön... Also den größten Ritt von heute Ritt. Haben wir auf jeden Fall hinter uns. So wollte ich das sagen. Weil wir sind ja bei diesem großen See, wo wir gestern vorbeigefahren sind, der tiefste See in Norwegen, sind wir diesmal über die Berge gefahren und ihr habt einen richtig das war schön. Geilen Ausblick, glaube ich, haben können eben gerade. Also... Norwegen bietet wirklich sehr viel, und zwar der Südnorwegen. Wir müssen es immer noch sagen, wir sind immer noch auf Höhe Oslo. Wir sind nicht höher bis jetzt und es zeigt uns alles. Und hinter euch steht, wenn ich das richtig sehe, die größte Stabkirche von Norwegen. Das ist korrekt. Das ist die Heddal. Genau. Stabkirche. Lustigerweise sind wir gestern hier schon dran vorbeigefahren. Wir machen jetzt eigentlich einen riesen Umweg, um die uns nochmal anzuschauen. Ist geschlossen. Die hat nur eigentlich zu den Sommermonaten auf. Trotzdem kann man sie von außen anschauen. Das werden wir tun. Mhm. Aber erstmal Zeit für eine Brotzeit, ne? So ist das. Also Mahlzeit. Mahlzeit? Hab keine Stifte. So, nachdem wir eine schöne Brotzeit hatten, beziehungsweise Brot- und Kuchenzeit. Jo. Haben wir uns mal vor die Tür gewagt. Es ist doch wirklich kalt. Also ich will mal sagen, der Atem gefriert dir in der Nase. Ja, es sind unterschiedliche. Auto meinte minus 15, dann meint das Auto minus 6. Im Endeffekt ist das Auto sich nicht sicher, wie kalt es eigentlich in Wirklichkeit ist. Es ist einfach arschkalt. Genau, darauf können wir uns einigen. Wir gucken uns jetzt diese Stabkirche an. Genau. Ihr seht das da schon mal. Heddal. Also Stabkirche Heddal ist... mit 20 Metern Länge und 26 Metern Höhe die größte in ihrer Art in Norwegen. Und dann gibt es rechte Seite noch einen Glockenturm. Genau. Na? Süßer die Glocken nie klingen. Schon schön. So, auf jeden Fall tolles Teil. Und ja. Das schauen wir uns jetzt an. Richtig. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen aus dem verschneiten Norwegen. Ja, es hat so 10 cm Schnee gegeben und ich habe mich bewaffnet.
Weil, was heißt das, wenn es Neuschnee gibt? Dann müssen wir natürlich auch das Auto ein bisschen befreien. Und ich bin gespannt, also es liegt wirklich sehr hoch Schnee. Mal gucken, was die Reifen machen oder ob wir Ketten brauchen. Ich gehe davon aus, wahrscheinlich heute wäre es mal soweit, Ketten zu brauchen. Mal gucken, wer recht hat, du oder ich. Also ich würde es erstmal auf jeden Fall ohne probieren. Jo. Und ich denke auch, das dürfte er schaffen. Wenn er es nicht schafft, naja, dann Ketten drauf. Ja, also wieder 10 cm, richtig cool sieht das aus. Die Frage ist natürlich, die Frage aller Fragen, also hier oben. Nee. Es ist immer noch Pulverschnee und das wird einfach kein Schneemann. Nee. Also es ist irgendwie so eine Art, ja. Wie soll ich sagen, Eisschicht oben auf dem Schnee. Genau, so Eisplatten, als wenn es geregnet hat. Also das wissen wir nicht so ganz genau. Und heute Morgen habe ich gedacht, durch die Dachluke, ach na ja, da liegt ja nichts großartig drauf. Ist ja nur so ein bisschen und dann gucke ich es aufs Dach und das Dach habe ich nämlich schon wegen den Solarplatten freigemacht und denke mir so, ups, ist ja doch eine ganze Menge. Ja, aber schön. Jetzt heißt es Schneeschippen im wunderbaren Schneeparadies Norwegen. So, jetzt machen wir mal was ganz anderes. Nimm einfach mal das Handy zur Aufnahme. Ja, wir waren gerade beim Rema 1000 und müssen entsetzt feststellen, keine Eier. Die backen hier alle wie die Verrückten. Ja. Deshalb gibt es keine Eier. Aber wir haben Vorteil, hier in, keine Ahnung, wo wir sind, gibt es gleich neben den Rema 1000 ein Kiwi. Dann gucken wir mal, ob es ein Kiwi Eier gibt, weil wir wollen eigentlich nur Eier. Zur Not hätten wir noch einen Spar. Also, jetzt gibt es die große Einkaufswelle hier. Genau. Mission Eier war erfolgreich. Ui. Und dann haben wir gleich 18 Stück. Sowas gibt es ja bei uns nicht. So eine riesen Packen. Die halten dann. Ja, aber du willst ja auch einen Kuchen backen. Ja, habe ich mir überlegt. Ja, nachdem die Jungs gestern angerufen haben und wollten wissen, das Rezept, wie, ja, dann zeigen wir denen das mal, wie das geht. Das Rezept nicht, die wollten wissen, wie lange man das macht. Ja. Männer. Also wenn sie bei Mutti anrufen und fragen, wie lange muss ich denn die Wäsche waschen? Aber was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Es ist ja so, dass wir darüber ein Video gemacht haben. Ach nee, ist noch nicht online. Der Apfelkuchen ist noch nicht online. Schitte. Der kommt doch erst noch. So, jetzt hast du die Kamera so näher, die muss ja gucken, welche Dings da reinstellen. So, auf jeden Fall, wir packen jetzt ein, suchen uns den nächsten Spot, wo wir hinfahren wollen. Selber wissen wir es noch nicht so ganz genau, aber erstmal war Einkaufen wichtig. Und wie spät haben wir es jetzt? Wir haben schon wieder 12 Uhr. Die Zeit rennt hier in Norwegen. Und sagt, ach so, und Müll müssen wir entsorgen. Unbedingt. Ja. To trust you and jump down, I'll keep my status quo up here, won't let anybody come near, I'll fix it on my own. 29 years I've been the same, trying so hard to run from shame.
Und schon stehen wir wieder. Genau, angekommen in dem Ort, den ich leider vergessen habe. Honnefoss, sowas in der Art. Also auf jeden Fall ein Wasserfall soll es hier geben, hast du gesagt? Genau, soll hier in der Nähe sein. Aber all das werdet ihr in diesem Video nicht mehr sehen, denn wir haben gedacht, es ist schon wieder genug für diesen Reisevideo. Es ist was schon Besonderes. Wir mussten uns aus dem Schnee raus buxieren. Ja, was ja wohl ohne Probleme, wie ihr gesehen habt, funktioniert hatte. Also Schneeketten brauche ich nicht. Nee. Brauchte ich nicht, sagen wir irgendwie mal so. Sind Schneeketten nur Gewicht an Bord. Genau wie das Holz, ja, was wir mitgenommen haben, weil wir noch keinen Platz gefunden haben, wo wir auch hätten ein Feuerchen machen können. Das stimmt, aber besser Schneeketten dabei haben und auch Holz besser dabei haben und vielleicht dann irgendwann können, ne? Auf jeden Fall soll es damit gewesen sein. Da steht das Wohnmobilschild. Wir haben über die App Easypark bezahlt. Ungefähr 112 norwegische Kronen. Kostet das jetzt für knapp 20 Stunden. Das ist es uns aber wert, weil wir einfach mal keinen Bock haben, weiterzufahren. Wir wollen uns das noch ein bisschen anschauen. Das aber alles im nächsten Teil. Jo. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt gesund, lasst gerne ein Abo da, liked dieses Video, kommentiert es und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtkämpfer. Ciao, ciao. Tschüss.